Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich sage mal so, wie die Debatte jetzt gelaufen ist, das ist für mich wenig überraschend. Wir haben einen relativ klaren oder einen klaren Kurs gefahren in der Forderung. Wir möchten, dass in allen Einrichtungen, die irgendwie soziale Gelder bekommen, entweder alle politischen Mitbewerber ihre Positionen vertreten können oder gar keiner. Und dass Sie auf dieses Argument überhaupt nicht eingehen, dass Sie alles drumherum erzählen. Ich meine, Herr Kröll hat es gerade perfektioniert, indem Sie ja bewiesen haben, dass Sie mir überhaupt nicht zugehört haben. Sie haben gerade gesagt, Sie haben eine persönliche Ablehnung bekommen, dass jemand keine politischen Mitbewerber zulässt. Genau das haben wir doch gesagt, das wäre völlig okay. Gar keiner. Aber es kann doch nicht sein, dass es Einzelne dürfen, Herr Kröll. Darum ging es noch neu in unserem Antrag. Und das haben Sie gerade völlig ausgeklammert. Und Frau Ministerin, ich habe ja den Eindruck gehabt, dass Sie als CDU-Kollegin gesprochen haben, nicht als Ministerin. Das war zumindest mein Eindruck Ihrer Rede. Aber Sie haben ja in Frage gestellt, dass es in Jericho, Sie haben gesagt, es war wahrscheinlich eine private Einrichtung. Es war in Jericho ein kommunaler Kindergarten, in dem die CDU die Kinder in ihr Lebkuchenhaus locken wollte. Das ist Realität, Frau Ministerin. In dem können Sie ruhig mal nachgehen. Weil bis heute kenne ich keine Konsequenzen dieses Wahlkampfes. Mir sind sie nicht bekannt. Und demzufolge ist es völlig richtig, dass wir mit unserem Antrag hier einen einfachen Rechtsrahmen schaffen wollen, Herr Abend. Was ist denn so schlimm daran, einen Rechtsrahmenschutz zu schaffen für die Zukunft? Was ist denn so schlimm daran, Herr Abend, einen Rechtsrahmen zu schaffen? Wem tut denn das weh? Tut Ihnen das weh? Natürlich tut Ihnen das weh, weil Sie sich dann unseren Argumenten stellen müssten in den Einrichtungen. Das wollen Sie nicht. Und deswegen drehen Sie sich ja drum herum. Ja, ja. Und dann noch mal ein Argument zum Schluss. Meine sehr geehrten Damen und Herren, schade, dass die betroffene Generation jetzt diesen Raum verlassen hat. Aber ich möchte Ihnen ein eindrückliches Beispiel noch mal mit auf den Weg geben. Was die mediale Manipulation durch die Medien betrifft. Sie haben gerade gesagt, dass wir der Meinung sind, die Menschen sind nicht in der Lage, sich selbstständig zu informieren. Das ist völliger Schwachsinn. Ich habe gesagt, dass es ein Meinungsmonopol ist. Die arbeitende Bevölkerung hat eher die Möglichkeit, sich alternativ zu informieren und deswegen ein eigenes Bild zu machen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, der MDR würde heute berichten, dass in Merseburg über Nacht 250 Menschen untergebracht werden, die Innenministerin nicht definieren kann, was das kostet, und einen Tag später wir über Eigenanteile in der Pflege reden und dass immer mehr Menschen in die Armut getrieben werden. Stellen Sie sich das mal vor, das würde der MDR berichten. Dann wären wir hier aber zwar mit einer Zweidrittelmehrheit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine sehr geehrten Damen und Herren.